Willkommen, liebe Leute, zu einem kleinen Informationsvideo rund um ja, Hamburg Internet, Projekte hochladen, Video-Uploads etc. 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 und Projekte. Ja, es ist immer noch so, dass ich immer noch schlechtes Internet habe und nicht wirklich gut hochladen kann, beziehungsweise gar nicht hochladen kann. Ja, ich kann zurzeit ein klein wenig wieder zocken, aber mit kompletten Lags und Latenzproblemen und überhaupt. Deswegen kann ich auch zurzeit keine League of Legends Videos. Und deswegen wird das Internet weiterhin von der WG drüben bezogen. Aber die Leitung von drüben wird jetzt auf 100 MB aufgestockt und zwar am 9.4. Das ist angeblich sicher. Ob das wirklich stimmt, ich hoffe es einfach. Also ab dem 9.4. sollen wir eine 100 Mbit-Leitung haben. Und wir haben auch noch einen Repeater gekauft, so das heißt, das WLAN-Signal ist verstärkt. Das heißt, ich hoffe, ab dem 9.4. kann ich wieder ganz normal hochladen. Was heißt das jetzt für die nächste Zeit? Das heißt, bis zum 28.3. oder 29.3. habe ich bereits bei meiner Videofreundin hochgeladen, genau, bei meiner Freundin Videos hochgeladen. Weiterhin nur ein paar pro Tag. Ab dem 29.3. bin ich in Düsseldorf, nehme mein Netbook mit und werde dort mit der externen Festplatte alles, was ich noch jetzt habe, geplant hochladen. Also zur kurzen Übersicht, ich habe Darksiders durch in 66 Parts. Ich habe den Singleplayer von Dead Space durch in, ich glaube, circa 26 Parts. Das habe ich noch nicht ganz fertig gerendert, da muss ich gucken, wie viele Parts es wirklich sind. Dann habe ich zurzeit 39 Parts von Assassin's Creed und. Also, Ostern werde ich also geplant sehr viel hochladen. Das heißt, dann werden auch wahrscheinlich wieder mindestens zwei oder drei Videos pro Tag kommen für eine gewisse Zeit. Und wie gesagt, ab dem 9.4. hoffe ich, dass ich sowieso wieder ganz normal hochladen kann. Dann startet übrigens auch Tomb Raider und es startet endlich Dark Souls. Ja, mehr Infos aber dann dazu wirklich, wenn das Internet wieder funktioniert. Also dieses mit dem 9.4. mit Dark Souls und Tomb Raider, das wird wirklich erst passieren, wenn wirklich das Internet dann da ist. Also versprochen noch nichts. Wenn mein Vermieter sein Versprechen hält, dann ab dem 9.4. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und mal schauen, was das Ganze so bringt. Ansonsten ist Hamburg nämlich ziemlich cool, Studium läuft alles und ist zwar anstrengend, aber wird schon werden. Und ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder streamen kann. Das kann ich allerdings auch nicht versprechen. Das werden wir mal sehen, wie das Ganze vonstatten geht. Ich sage, bis dann, viel Spaß mit den Videos, euer Hedi.